Ja, Scavenger. Oder ein Aufstieg. Ein verdienter. Und dann nehme ich jetzt. Pass auf, Heimlichkeit brauchen wir keine gehen. Vitalität brauchst du immer gehen. Mehr brauchst du nicht. Pass auf, die Kundschaft mal locker. Dann brauchst du ja nicht neu rennen. So mal, ja. Dieser blöde Gockel. Gottes Willen. Etwas Dschungelkraut für den Dschungelkrautsalat. Wer da unten, Jabo, kann das sein? Gefunden habe ich noch nicht. Was haben wir da? Wer das? Magier. Lehrling. Der Hatton. Ein Abenteurer. Genau, was wir brauchen. Was ist denn los? Die Toten sind aus dem Meer gekrochen. Auf diesem geheiligten Boden hier sind wir sicher, aber sie halten uns gefangen. Tote aus dem Meer? Das Unwetter wurde mit dunklen Kräften besudelt. Jetzt nährt es die Toten und kräftigt sie. Was für dunkle Kräfte? Ich vermute, die Quelle des Bösen liegt irgendwo zwischen den Schiffswracks verborgen. Ich kann sie spüren. Lass mich raten. Ihr braucht jemanden, der nach dem Rechten sieht. In der Tat. Das tun wir. Warum schaut ihr nicht selbst nach dem Rechten? So ein Haufen Magier hat auch nichts zu befürchten. Einen Versuch haben wir gewagt, mit katastrophalem Ausgang. Meine Begleiter sind nur Lehrlinge. Sie haben mir ihre Kraft für das Ritual geliehen. Jetzt ist sie verbraucht. Hör mal, schlechte Ausrede. Ich schau mich mal am Strand um. Das wäre ein Segen, Fremder. Wenn du etwas Verdächtiges findest, bring es zu uns. Vielleicht können wir es reinigen und den unheiligen Zauber brechen. Was für ein Ritual hast du hier durchgeführt? Wir haben einen Sturm beschworen, der die Schiffe der Myrtaner auf die Felsen geworfen hat. König Esorn hatte recht. Robas Truppen haben versucht, uns einzukesseln. König Esorn? Du bist also aus Setarif? Ich bin Hatton der Zweite, Hofmagier des Königs. Wusstest du nicht, wen du vor dir hast? Nein, ich bin aus Feshir. Feshir? Ah, die Insel des Bastardprinzen. Wie hast du meine Heimat genannt? Die Insel des Bastardprinzen. Nimm's dir nicht zu Herzen. Es ist eine alte Geschichte. Wer ist der Bastardprinz? Der erste König von Setarif hatte viele Söhne, unter ihnen einen Bastard namens Melgan. Er war mit seinem Los nicht zufrieden und hat versucht, die Macht an sich zu reißen. Zur Strafe haben ihn seine Brüder auf eine einsame Insel verbannt, wo er bis zu seinem Tod ein kärgliches Dasein gefristet hat. Da hat mir der Dorfälteste aber eine andere Geschichte erzählt. Das wundert mich nicht. Melgans Nachfahren werden die Geschichte ganz anders überliefert haben als die Nachfahren seiner Brüder. Wie steht es um Setarif? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sobald Robars Truppen von unserem Vorposten gesichtet wurden, hat mich mein König an die Südküste geschickt. Eine weise Entscheidung.
Meinst du, Setarif wird Robas Heer trotzen können? Ja. Moment. Du bist für das Unwetter verantwortlich? Also sind diese Untoten... Myrtanische Ritter, Paladine und Soldaten, ja. Ein Fremder? Ihr? Ja, pass auf. Ich darf mir wieder mal den Deppen spielen, gell? Die Toten wegräumen, natürlich. Kommt da sonst keiner vorbei, außer ich. Pass auf. Meerschlick, die sind noch. Bin auf der Suche nach den Toten. Du, warte mal. Jetzt nimm mich wieder mal. Mars Mortis. Geh mal rüber. Der Lehrling. Hey. Nun, du, der Paladin. Hat ein Problem? Oh, schau, dieser. Die stecken gut ein, die Buben. Du geh. Scheiße. Endlich wieder ein neues Gesicht. Er hat mich leider weggeschwuppt. Er sollte in die raue See, die will ich springen. Pass auf, nochmal der Meerschlick. Und die Herrschaften aus dem Meer. Pass auf, dieser Depp im Meer, mit dem ich nicht einspringen. Und? Versenkt. So, mal, da hat der Lehrling schon alle umgebracht. Dieser Depp mit dem Bogen. Also, der trifft da uns. Bescheuert. So, die kommen auch noch, gell? Habe ich gerade rumliegen? Scheiße! So, man hat dieser Kuttenbrunzer. Hätte ich vor sein. Der haut doch runter aus der Kutten.
Blutnaht an Armbrust. Du bist ja dafür. Mehr Glück, einfacher. Bin ich da. Der Warald. Wer bist du es? Ich flehe dich an. Lass mich dir im Tode dienen. Im Tode dienen? Was für ein Innos Priester bist du? Er. Du bist nicht er. Wie bist du an meinen Dienern vorbeigekommen? Diener? Was für Diener? Hier ist doch was faul. Wer bist du? Du bist nicht Rohan und du bist nicht er. Ich bin dir keine Antwort schuldig. Du bist kein Innos-Priester. Was hältst du da umklammert? Zeig her. Nein, nein. Ja gut, ausgerüttelt. Hey, Tobi, was haben wir gekriegt? Moment. Der Erfahrungsspion. Eine Belia-Statue. Muss ich wieder zu ihm tigern. Meister Hatton! Endlich wieder ein neues Gesicht! Du hast etwas gefunden. Ich kann es spüren. Im Wrack war ein sterbender Innos-Priester. Er hatte das hier bei sich. Adanos, hilf! Kein Innos-Priester würde das hier jemals in die Hand nehmen. Dachte ich mir schon. Das ist eine Belia-Statuette, nicht wahr? Schnell! Lege sie auf den Altar. Wir müssen sie vernichten. Pass auf den Altar. Das war alles. Man hat ja Kinder. Gute Arbeit, Fremder. Jetzt dürften keine neuen Untoten mehr aus dem Meer steigen. Sobald du den Strand gesäubert hast, sind wir frei. Die Untoten? Die habe ich schon erledigt. Ihr könnt jetzt zum Strand. Hervorragend. Hier, bitte, nimm das als Belohnung. Du hast uns ein grausiges Ende im Dschungel erspart. Kehrt ihr zurück nach Sitarif? Ja, aber zuerst werde ich mir den falschen Innos-Priester ansehen. Den Strand gesäubert. Glaubt ihr, dass ich noch putze, oder wir? Hey, Tobi, scheiße, was habe ich gekriegt? Von ihr passt. Das sind einfach Rezepte, gell? Inferno. Die Runde der Wut. Warte mal. Man könnte öfters mal ein Ding nehmen, oder? Einen Zauber. Und dann sausen wir jetzt. Wo möchte ich denn hin? Immer nur zu Jabo, oder?
Oder habe ich die schon? Der Norden des Dschungels. Scheiße. War der Hund? Könnte sein, dass ich nur singen habe. Setarif. Razor, oh. Mr. Razor. Schau, das mit uns zwei. Oh mein Gott, hab ich aus. Er liegt da unten. Dein Bruder noch. So, da gibt's wieder mal ein bisschen Dschungelkraut. Okay, nicht da stehen. Besser, wieder mal ein riesiges Areal gehen, aber da findest du nichts. Da rennen die Schädel noch. Hey, einfach nur dort. Dschungelkraut. Ja, was ist denn da los? Die Dschungel wächst beim Grillen, oder wie? Die waren im Pfadfinder, was? Gottes Willen. Freunde, jetzt geht's rund. Fahnenflüchtige Orksöldner. Die waren auf dem Pfadfinder-Trip. Torus Rache. Was ist denn ein Schild? Zwei meiner Pflanzen. Schaut du aus. Wird irgendwas geboten, hä? Totally schön. Ein paar Orks. Wehr dich, Mora! Ja, der Tode. Schau aus, die Latschen gehaut. Lauf, Mora! Lauf! Ladies, angetreten. Drücken!
Pass auf, sie ist am Foot, gell? Elixier des Berserkers. Ein Kistel krieg ich auch noch. Mein Gott. Lederrüstung.